Herzlich willkommen aus Oberhausen. Wir sind bei GMC 23, live in der König-Pilsener Arena und mittlerweile sind wir sogar im Main-Programm angekommen. Die Jungs liegen da ganz entspannt. Ich kann mich einfach mal kurz dazulegen, oder? Sag mal, was du gerade so fühlst. Gar nichts, pure Freude eigentlich nur. Ich freue mich. Wie geht's dir da jetzt? Super, gut. Ich fühle mich stark, stabil. Ja. Du hast harte Hände gehauen, das sieht man. Und jetzt war noch auf Lob. Danach geht's rein, ja. Deine Attacke? Genau. Das war eben das Duell Max Heine gegen Flying Uwe. Den Kampf kann man eigentlich nur benennen als The Bloody Elbow. Dementsprechend gratulieren wir Max Heine. Es war einfach ein mega Gefühl. Am Anfang ist man immer verspannt, klar. Also ich war mega nervös. Selbst wenn ich kämpfe, bin ich nicht immer so nervös. Aber als es dann losging, wurde es immer weniger und als er das Ding abgerissen hat, ist ein Feuerwerk in mir aufgegangen. Das sind wir jetzt gerade. Vielleicht geht er rein. Was können wir jetzt gleich erwarten? Es wird eine schöne Schlacht von beiden. Genießt die Show, seid einfach dabei. Und schön, dass ihr uns supportet. Yes. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön, danke. Wahnsinn, oder? Ja, geiles Mission auf jeden Fall. Ich hatte den unteren Haken drin und ich wollte ihn eigentlich schlagen. Aber dann, weil er zu mir gedreht ist, dann dachte ich, okay, wenn du willst, dann nehme ich gerne Twister. Und dann hat er versucht, noch ein paar Mal zu schlagen, aber dann fällt man eigentlich tiefer rein. Und dann war es Ende Gelände. Ende Gelände, das Jahr ist zu Ende, du kannst dich ein bisschen ausruhen und nächstes Jahr geht es gestärkt zurück, oder? Ja, würde ich hoffen, hoffe ich. Nihat, ich habe ja gegen Nihat gekämpft, das ist ein harter Hund, aber er hat eine kurze Vorbereitungszeit und wenn er es gut gemacht hätte, dann hätte er mit einer Hand gekämpft, dann hätte man gesehen, was los ist. Aber euer Kampf ist ja nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben und das heißt, ihr werdet euch wahrscheinlich im März in München begegnen, oder? Ja, ich hoffe, ja. Also ich bin bereit für München. Glückwunsch schon mal zu einem grandiosen Kampf. Du hast sehr gut gerungen. Das ist nochmal deine große Stärke. Und ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen, oder? Nö, gibt's gar nichts zu sagen. Du bist also der neue Champion. Du hast einen fetten Gürtel und du kannst mega stolz auf dich sein, bist du, oder? Ja, bin ich. War gut. War gut, ja. Lief ganz gut, ja. Und wie geht's jetzt weiter? Wo sehen wir dich wieder? Angepeilt soll sein März, glaube ich. In München? In München, ja. Ja, da will ich auch kämpfen. Es ist die größte GMC aller Zeiten in 10 Jahren. Über 7.000 verkaufte Karten, über 10.000 verkaufte Grand Fighting Tickets. Nee, wie sagt man? Abos, genau. Und das kann sich sehen lassen, Dennis, oder? Das habt ihr gut eingefädelt. Wir sind total stolz drauf und sind auch froh, dass wir endlich so eine magische Marke geknackt haben. 5 war immer die Vorgabe eigentlich, die wir immer so Anfang des Jahres angestrebt haben. Was machen Sie denn hier am Boden so? Ich schlafe. Wollen Sie sich dazulegen? Hier ist noch genug Platz. Was ist der Wahnsinn? Dann ist doch perfekt. Es bringt ja nichts, sich irgendwie verrückt zu machen. Ich entspanne mich, bin locker und wenn es dann soweit ist und ich mich warm mache, dann, ja, dann wird der Schalter umgelegt.
Wir sind immer noch in Oberhausen, wir sind immer noch bei GMC 23 und ich bin immer noch Julia Dorni. Die Veranstaltung neigt sich jetzt jedoch dem Ende. Max Koga kämpft gerade und hinter mir ist nochmal Herr Engicek, der aktuelle Titelträger im Welterweight. Ich will da reingehen, gleich einen guten Kampf machen und erfolgreich aus dem Cage zurück. Das ist eigentlich alles, woran ich gerade denke. Also fühlt sich super an, immer wieder schön. Immer wieder schön. Das war eine ganz schön dominante Vorstellung, mein lieber Mann. Ehrlich, war sehr, sehr, sehr zäher Gegner. Ich habe ihn wirklich übelst hart getroffen. Ich dachte mir jedes Mal, jetzt knickt er ein und ist wiedergekommen. Und letztendlich, irgendwann sind in die Lichter ausgegangen. Da hatte ich ehrlich gesagt etwas Angst gehabt. War so lange regungslos. Am Anfang habe ich mich noch gefeiert, als ich sah, dass der noch nach einer Minute da lag und sich nicht berührte, hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Herzklopfen, aber zum Glück ist er ganz heil wieder aufgestanden. So, jetzt checken wir nochmal die Kabine 2. Hier sollte eigentlich Maurice Adorf sein. Ich klopfe mal vorsichtig an. Ja, du siehst entspannt aus. Ich bin tiefenentspannt, ich visualisiere. Was visualisierst denn du? Mein Finish. Wirklich Respekt an Maurice! Respekt, dass du dein Ding machst. Ich finde das gut. Eigentlich habe ich keinen Hate oder irgendwas, aber als Gegner muss man das aufbauen. Also ich brauche das. Und ich kann es mir nicht verkneifen, aber Game over, Bitches. Game over, Bitches. Wir sind raus. Und tschüss.